was schon mal sehr gut ist. Und zu diesem Zweck holen wir uns mal so viele Gegner wie möglich von hier. Ja, ich habe nicht untertrieben, als ich sagte, wir werden es mit Massen zu tun bekommen. So. Genau. Ja, Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Hau, 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 hau. Hey, wirklich große Combo. Und solange die Combo anhält, bleiben wir im Combo-Modus. Das war jetzt gerade richtig übertrieben, oder Leute? Gut, gucken wir, dass wir den Beetle-Spawner hier loswerden. Genau, die sind nicht ganz so heftig wie die Spawner von den Raupen. So, aber wie man sehen kann, gibt es hier schon wieder was Secret-mäßiges. Also ja, wieder solche Bodenplatten, die wir aktivieren können. So. Dafür müssen wir bloß den da loswerden, der irre viel Schaden macht übrigens. Wow, Vorsicht vor der Bombe. Mal kurz gucken, sind da die Heil-Items? Sehe ich jetzt so nicht. So, only three more to go. Ja, dann werden hier, glaube ich, Sachen spawnen. So, hier ist noch ein Schlüssel. Und wieder ganz viele Fledermäuse. Also ja, die Verbesserungen für unsere Waffe haben echt was gebracht. Wir töten Sachen nämlich noch schneller. Und kriegen sogar Combo. So. Weg mit dir. Gucken wir erstmal, dass wir die Schlüssel alle finden. Und Heil-Items. Weil die Bodenplatten werden ja, wie man sehen kann, ziemlich gut bewacht. Und Fledermäuse. Also die Fledermäuse sind wirklich kein Problem. Die sind eher nervig, wenn es zu viele werden und sie einen umkreisen. Die Käfer sind mittlerweile übrigens auch kaum noch ein Problem. Genau das meinte ich mit umkreisen. So, weg mit euch. Hier können wir mal kurz Mana auffüllen. Da geht es übrigens weiter, soweit ich das auch richtig im Kopf habe. So, einfach durchschnetzeln. Wow. Aber aufpassen bei den Dicken. Gut. Okay, wir haben Fledermäuse geaggrot. Nur noch zwei weitere. Gut, wir haben zwei Schlüssel und zwei Tore, soweit ich weiß noch. Jupp. Okay, bei dem ist es, glaube ich, am besten, wenn wir rückwärts strafen. So, only two more to go. Dumm, dumm, dumm. Ja, hier ist das letzte. Eine Horde Fledermäuse ausschalten. Sequenz complete. Wir kriegen eine Vendor-Münze und eine Truhe mit einem Edelstein drin. Schöne Ausbeute, oder? Und hier steht, die Spike Traps are disabled on easy mode. Okay. Wir jedoch müssen uns da vorsichtig durchschlängeln. Genau. Und Fledermäuse ausschalten. Sehr gut. Jetzt wissen wir auch ungefähr, für was der Easy Mode gedacht ist. Diese Spike Traps sind übrigens wieder Instant Killer. Also sollten wir aufpassen und hier mit Timing durchgehen. So, hier am besten nach unten erstmal zurückziehen. Genau, weil hier kommt gleich die. Wow. Kanonade. Genau, aber hier dem schmalen Gang dürften sie mich kaum flankieren dürfen.
Deswegen kann ich sie sehr gut ausschalten. Was macht das? Ein Geheimgang, auf der zurückführt. Okay. Wow, bloß weg hier. Ich glaube, wir gehen erstmal da unten lang. Wow. Und zwar ohne von den Pfeilen da aufgespießt zu werden. So, und locken mal die Jungs hier raus. So. Und schnappen wir uns den Save Point hier. Und hier ist wieder so ein Stachelding. So. Plus 5 Health. Oh. Die droppen jetzt auch mittlerweile auch Zeug. Das ist ja nett. So, da drüben ist alles voll mit Würmern. Und da wäre auch ein extra Leben und noch mehr Kisten und so weiter. Deswegen würde ich vorschlagen, wir clearen das da auch noch. So. Einfach hier durch. Oh, aber nicht so. Am besten locken wir alles weg. Und zwar so, dass es uns kaum von der Seite treffen kann. Dich da zum Beispiel. So, gehen einfach rückwärts. So, strafen wieder vor. Genau. Jetzt können wir das extra Leben aufsammeln. Den Spawner töten. Die beiden töten. Oh, Fledermäuse. Viele Fledermäuse. Und da ist sogar noch so eine Planke. Ja, toll. Achso, die erreichen wir dann wohl von da drüben. Ja, genau. Ja, von da oben aus. Da oben wollte ich aber eigentlich noch gar nicht lang. Ich wollte erst die Brücke hier säubern. So, erstmal die ausschalten. Jetzt gucken wir doch mal, für was der Trank gedacht ist. Wie trinkt man nochmal einen Trank? Das muss ich jetzt nachgucken. Tut mir leid. Potion ist F. Okay. Ah ja, das war eine Health Potion. Gut zu wissen. Au. Kein Grund, gleich wieder leichtsinnig zu werden. Weg hier. Warten, bis das Gift nachlässt. So. Genauso kann man auch einen Spawner töten. So. Ihr steht da alle ziemlich schön in einer Reihe, also kann ich euch so weghauen. So, euch weghauen. Au. Die da oben weg, mal weghauen und genau ins Kreuzfeuer rennen. So, euer Spawner ist weg. Dann stellt euch mal schön in einer Reihe auf. So. Au, au. So, der Spawner ist jetzt auch weg. Und wir werden ziemlich oft getroffen. Fällt mir gerade so auf, weil ich teilweise doch ein bisschen leichtsinnig bin. Na gut, wir haben auch sehr viel Leben. Haben wir hier irgendwo in der Gegend noch was zu essen? Nö. Na gut, mit 80 Leben dürften wir noch gut durchkommen. Ist ja immer noch mehr als die Hälfte. So, jetzt müssen wir die hier loswerden. So,
So. Spawner weg. Jetzt noch die Viecher weg. Wow. Da oben ist noch ein Spawner. So, den Spawner wegschlagen. Und die Viecher. Okay. Oh, da wären Äpfel. An die wir aber noch nicht rankommen. So, erstmal den hier weghauen. Activated. Was steht hier? Each egg contains 3 of these special buttons. They need to be activated to unlock the boss. Okay, einen haben wir schon mal aktiviert von 3. Fehlen also nur noch 2. Wow, und hier ist eine ziemliche Käferansammlung. Schnappen wir uns mal so viele Käfer, wie wir können. So, töten dabei. Wow, was zur Hölle? Was zur Hölle bist du? Mini-Boss. Verdammt starker Mini-Boss. Wow. Genau so. Einfach rückwärts draven. Wow. Und wieder plus 10 Mana. So, wieder Geld. Und wieder eine Planke gefunden. Okay. So. Was sagt ihr dazu? Meine Combo of Doom kommt alle her. So. Gut. Hier sind wir auch losgeworden. Ja, das mit der Combo ist schon was Nettes. War Bombe? Jedoch nicht. Okay, wir haben da drüben das Secret, wieder eine Planke gefunden. Hier haben wir noch ein paar Käfer-Spawner, die wir ausschalten sollten. Gut. Und dann die ganzen Viecher hier. Pullen wir mal so viel, wie wir können. So, und Combo. Und dabei einfach etwas rückwärts gehen, dass wir nicht so sehr viel auf den Senkel kriegen. So. Was bist du? Du bist gar nichts. Aber du bist eine Geheimwand. Wow. Das wollte ich nicht so unbedingt. Okay, das hier ist ein böses Rätsel. Ja. Nein, das ist auch falsch. Das war auch falsch. Okay. Sequence complete. Und das wegen einem One-Up. Aber ja, war auch ein interessantes Rätsel. Gut. Hier ist nichts mehr. Dann geht es wohl nur noch hier oben durch die goldene Tür weiter. Gut. Oh, da ist der zweite Kombo-Meister. Was können wir bei dem? Combo Nova. Combo Healing. Jetzt vor. Oh ja, Combo Healing. Das nehmen wir. Was wären die was wäre das oberste gewesen? Combo Timer. Ah, das wäre auch nett gewesen, aber brauchen wir nicht unbedingt so sehr. Und wir haben den dritten Floor erreicht. So, da können wir gleich mal hier raus. Der dritte Floor ist das schwierigste übrigens. So, gleich mal einen Spawner ausschalten. Wow, und
aufpassen, dass wir nicht gestachelt werden. So, noch ein Spawner. Da mal durchtischen und in Deckung gehen. So, hier um die Ecke, da treffen sie uns nicht so gut. Außer sie kommen um die Ecke und dann können wir sie weghauen. Au, Mist. Sind wir doch noch getroffen worden. So. Au. Da sollten wir doch lieber von der Seite aus angreifen. Spikes deactivated. Okay, wir haben irgendwo Spikes deaktiviert. Auf jeden Fall nicht die. So, ist noch ein Spawner tot. Dort ist Leben, was wir aufsammeln können. Hier sind wir aber wieder im Gebiet von dem Spike-Ding, denke ich mal. Okay, hier sind wir nicht sehr sonderlich sicher. Hier dann doch eher. So. Da ist kein Spawner. So. Langsam habe ich den Bogen raus, wie ich mit denen am besten umzugehen habe. Aber ja, es sind viele, wie man sehen kann. So, einfach mal durchdashen. Unterwegs eins auf den Deckel kriegen. Genau, Combo aktivieren. Combo ist immer gut. Und wir heilen sogar. Während wir der Combo sind, was ich noch besser finde jetzt. So, Spawner weg. Und euch weghauen. Da sind wieder Pfeile. Noch etwas Geld. So, dich weghauen, Spike-Typ. Ah, Bombe. Bomben können übrigens Magier instant killen. Wow, ganz viele Käfer, die wir uns mal kaschen können. Wow. Das war jetzt unvorsichtig von mir. Sehr viele Käfer, die wir uns kaschen können. So. So ein Stachelding. Haha, jetzt haben wir Käfer am Hals. Weg mit dem Spawner. Wow. Und töten. Und dabei rückwärts gehen. Ja. So kann man sich auch heilen. Okay, ich gebe zu, das war jetzt fast schon wieder etwas übertrieben. Aber ich hatte Fun dabei. Oh, und da ist ein Schalter. A secret shop has been revealed. Ein Trankhändler. Ui. Bei dem können wir aber mal gucken, was welche Potion macht. Fills up health and mana. Brauchen wir nicht, wir sind voll. Temporary increased damage. Protects from damage. Fills up health and mana when used. Nö. Potions sammle ich lieber welche auf und benutze sie im Notfall, als dass ich das Geld dafür ausgebe. Das brauchen wir nämlich eher für Stats. Also gerade für Damage, für Rüstung wäre mal nicht schlecht. Dort ist übrigens wieder eine Vendor-Münze versteckt. Wir könnten erstmal das Gebiet da oben klären mit den Käfern. Dort ist nämlich eine Silbermünze. So. So, weg mit dem Creeper. Jetzt sehe ich das Ding schon Creeper. Und weg mit den Spawner-Hügeln hier. So. Und dann schnappen wir uns mal die Käfer hier. Hauen sie weg. Und hauen ihren Spawner-Hügel weg. So.